ist uns wichtig oder uns allen, wie wir hier arbeiten, sind die lebenden Tiere, glaube ich, auch wichtiger als die Toten. Aber wenn sie dann einmal tot sind, dann kann man natürlich noch sinnvolle und nützliche Dinge damit machen. Zum Beispiel Ausstellungen gestalten. Und die Qualität der Präparation finde ich halt insofern wichtig, weil man möchte ja die Leute irgendwie im Positiven beeinflussen, inspirieren, motivieren. Also zum einen werden ja Präparate hergestellt für die wissenschaftliche Sammlung. Also das heißt dann sozusagen Bälge. Also die sehen dann aus wie frisch tote Tiere, sind aber eigentlich präpariert, aber nicht in ihrer natürlichen Haltung. Die dienen lediglich dazu, dass Wissenschaftler daran arbeiten können, also Studien machen können. Und in einem Museum ist es natürlich wichtig, dass man möglichst Originalpräparate präsentiert. Weil ich glaube, das ist auch für die Leute das Interessanteste, wenn da ein echtes Präparat da steht und nicht irgendwie ein Kunststofftier oder eine Nachbildung und sowas. Wobei, ich sag mal, in Ausnahmefällen, wenn so ein Tier eben ausgestorben ist, dann sind natürlich auch Rekonstruktionen und solche Dinge vorstellbar und auch machbar. Ne? Einmal im Jahr zur langen Nacht der Museen öffnen wir natürlich auch unsere Magazine. Und natürlich auch die Türen hier zu unseren Werkstätten, wo die Besucher jetzt einfach mal die Chance bekommen, mal einen kleinen Einblick zu bekommen, wie denn eigentlich so all die Dinge, die man drüben in den Vitrinen sieht, wo man sonst so, naja, vorbeischlendert und gar nicht so im Detail guckt. Ja, aber da bekommen sie halt die Chance zu sehen, wie sowas hergestellt wird und natürlich Fragen zu stellen, wie man sowas im Konkreten und im Detail auch macht. Und ich glaube, sowas schärft dann auch schon nochmal den Blick. Es ist dann interessant, wenn man Besucher hat, die zuerst an der Führung teilnehmen und dann ins Haus gehen und dann begegnen man sich nochmal am selben Abend und die sagen, jetzt habe ich das erstmal gesehen, was sie vorhin erklärt haben und gucken dann wirklich auch nochmal ganz genau hin. Wenn es so aussieht, als wäre es ein Stück Natur oder als wäre es jetzt nur eine Pflanze, die man aus der Natur nimmt und stellt die da rein, dann ist es ja eigentlich gut, wenn es so ist. Aber welcher Aufwand mitunter dahinter steckt, dass es eben ganz normal aussieht, wie es draußen aussehen soll, das weiß eben keiner.